So, da sind wir zurück. Ja, hallo erstmal. Hallo erstmal. Ich wusste ja nicht, dass sie wussten, aber wir sind hier in Star Wars, The Old of the Republic. Genau, ich lache immer noch genauso dämlich wie vorher auch. Ich bin noch genauso hässlich wie vorher, sogar noch hässlicher. Ja. Aber eine schöne Dreiergruppe vor uns. Ja, perfekt. Wunderprächtig. Ja, wir spielen mit dem neuen Patch. Und, richtig. Ja, haben natürlich jetzt immer noch nachts und wir sind immer noch am Aufnehmen. Und werden bei der nächsten Mal, wenn nichts wir. Nachts hier. Wenn wir. Nachmittags. Aufnehmen gehen, werden wir dann ein bisschen mehr über den Patch erzählen. Der Andi wird sich dann mal schlau machen. Für euch. Ja. Und dann wird er da mal ein bisschen was drüber erzählen, glaube ich. Oder ich muss das dann machen. Müssen wir dann sehen, wer dann in dem Sinne die Zeit dafür hat. Ja, der Andi ist umgezogen. Hier werden wir es jetzt noch einmal ganz kurz sagen. Und ab jetzt sollte eigentlich alles wie gewohnt laufen. Ja. Ja. Genau. Genau. Außer, dass es zum Beispiel sein kann, dass er Metal auf Horner aufnimmt. Oder was weiß ich. Das wird man dann sehen. Oh, hier können wir Kruch. Bum, bum, bum. Haben wir es entdeckt? Was denn? Versorge die Geschützstellung mit Energie, um ein Schiff abzuschießen und zu durchsuchen. Ja, das sollte rechts von uns sein. Links. Links, Entschuldigung. Ja, erstmal hier. Oder boom! Ja, Leute, und ja, wo müssen wir da hin, um das zu machen? Versorge die Geschützstellung mit Energie, um ein Schiff abzuschießen. Ja, wir sollen da oben auf jeden Fall hin. Müssen wir ja irgendwie was aktivieren. Ne, das ist ja nur der Umkreis hier. Ach stimmt, ja gut, der Umkreis ist größer, ja. Ach da, hier diese Kanone. Ja, genau. Ja, die nächsten Projekte, die noch so anstehen, ist bis jetzt nur, Leute, was wir geplant haben, Dead Space 3. Ja. Sonst ist zurzeit nichts geplant und das kommt ja auch erst wirklich, wenn Dead Space 2 beendet ist. Also, das... Tja, jetzt auch drauf geklickt? Ja. Ich auch, die hier. Ja, das ist falsch. Warum? Tut sich bei mir nichts. Naja, du musst das im System machen und nicht einfach draufklicken. Okay. Okay, Fehlzündung. Den hast du jetzt ausgemacht. Nicht den drücken, der ist an. Darüber leuchtet eine Lampe. Ah. Also der hier ist aus, die müssen an sein, ne? Der ist jetzt auch an. Jetzt sieht alles an aus. Jetzt alles an, ja. Jetzt müsste man hier... Löffchen drück. Ne. Jetzt hast du ihn wieder ausgemacht. Ne, ich nicht, der ist von alleine, der geht nach der Zeit aus. Okay. So, jetzt ist er wieder an. Ja, hier drückt natürlich jetzt jeder Vollidiot rum, Andi. Ich habe das System aber auch noch nicht entdeckt hier. Warum, was, wie, wer? Kommt irgendwo der Strom her oder muss man einfach nur einen Stromkreis bilden oder was müssen wir machen? Ich habe noch keine Ahnung. Wie heißt denn die scheiß Quest? Versorge die Geschützstellung hier beim
Erkunden der nördlichen Mangelsümpfe, bis du die Ruine von Track 4 auf eine behaltsame Energie gestoßen, dass es eine imperiale Geschützstellung verbunden ist. Um die Geschützstellung selbst zu benutzen, musst du die Transformatoren aktivieren. Wenn du einen Transformator aktiviert oder deaktiviert, ändert sich auch der Status. Aktive und inaktive, alle verbundene Transformationen. Sobald die Geschützstellung mit Energie versorgt ist, hast du die und schließt die imperiale Versorgung ab und auszuplündern. Also wir müssen irgendwie, dass das Geschützturm aktiviert wird. Hat das Strom jetzt? Hallo? Ja, da war Jorgen aus. Hey, meiner auch wieder. Ah. So, jetzt. Nein. Doch, müssen links wie rechts muss Strom sein. Hier muss Strom sein. Ja, dann drücke ich doch mal bei dem hier. Ne, hier. Jetzt ist meiner wieder aus. Ja, meine sind alle an. Der erste fehlt nur noch. Mach mal den da links. Den, genau. Den. Nein, 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 nein. Den, ja. Ja. Durchhalten. Ja. Dann ist meiner wieder aus. Wenn du den Kopf da hinten drückt, dann immer. Ja, der soll mal die Finger davon lassen. So, jetzt fehlt der hier. So, jetzt aber. Einer fehlt noch. Dann der. In der Mitte. Und jetzt hat sein, der andere, der Jorgen, hat wieder alle ausgemacht. Kann der nicht mal die Wichsgriffel da weglassen? In der Mitte fehlt noch. Und da, da sind. Ja, warte, warte, lass ihn mal. Genau, jetzt leuchten. Ja, ja, jetzt ist hier hinten wieder aus. Ja. Ja, Leute, jetzt müssen wir Kopf überlegen und das nachts um 2. Ja, aber ich keine Ahnung, was man hier machen muss, Alter. Musst du alle ja, zum Leuchten bringen oder. Ja, es müssen alle. Muss eine bestimmte Reihenfolge zum Leuchten bringen oder. Ja, wir können die auch weglassen, Leute, sonst haben wir hier gleich 40 Minuten Lichter an- und ausschalten. Die Scheiße hier aber ausschießen, ne? Das Problem ist, hier sind einfach zu viele und es werden ja auch immer mehr. Problem ist, dass die einfach drücken, keine Ahnung davon haben, genauso wie wir. Ja, wir hatten es aber vorhin fast alle an. Und wenn alle an sind und es funktioniert nicht, ja, dann sollte ich mir Gedanken machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein verbuggtes Spiel rausmachen. Ich sage einfach, du musst die richtige Reihenfolge drücken, um das alle leuchten, weißt du? Mhm. Ja, jetzt ist hier ein Kurzschuss entstanden. Jetzt sind die Mitte wieder aus. Genau, und da unten. Jetzt hat er da angemacht. Jetzt muss der Jorgan in der Mitte drücken. Mein Jorgan. Jetzt nur unten. Meiner ist aus, unterer rechts oder links. Die zwei sind auch noch aus. Ja. Jetzt ist deiner aus. Du hast gerade das angemacht. Er ist wieder aus. Sind alle wieder aus. Oh. Komm Leute, wir lassen die. Wenn wir jetzt hier alleine wären, dann würde ich sagen, komm, Andi, wir probieren einfach jeden aus und gucken, welcher geschaltet wird.
Aber wenn hier immer wieder einer drückt, dann geht das nicht. Weißt du, dann wird man gucken, mit welcher schaltet, ne? Ja. Und dann wäre das eigentlich ganz einfach, aber so ist es nicht möglich. Kann man verspotten? Was? Gut, dann aufmounten, würde ich sagen. Helden Quest 2. Und Vermächtnis von Tracken 4. Fünf Leute müssen wir noch töten, ne? Richtig. Das war hart. Was war hart? Die Attacke. So, ich hab grad, du hättest gerade hart einen reingekriegt. Lock 3. Dann nehmen wir die da hinten, dann sind wir durch. Ach, hier ist doch schon einer. Ach, hier sind drei. Hallo. Oh, ich sterbe. Ah, ja, ja, hier, Kid. Das. Ach, rettet mir das heute schon wieder meinen Arsch. Oh, ja. Kein Schaden mehr auf mich. Ja, er ist eingefroren. Jawohl. So, was haben wir hier? Stärke, Ausdauer, Schildwertung, kritische Trefferwertung. Müll. Müll, genau. Heilen. Klick, klick, klack, klick, klack, klick. So, Leute, ich steck mir jetzt erstmal eine an hier. Nachts um 2. Nachts um 2:30 auf der... Nee, wie ging das? Nachts um 3 auf der Reeperbahn? Nee, auf der Reeperbahn. Nachts um 2:30. Dum, 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 dum. Genau, so war das. Ja? Ja, auf der Reeperbahn. Nachts um 2:30. Oder um 3. Irgendwie so. Kenn ich nicht. Kennst du das nicht? Ja. Das ist ein Hamburger Volkslied. So, Andi, wo wir... Wer ist denn auch schon Hamburg-Fan? Ich bin kein Hamburg-Fan. Na, sag ja. Ja, das mit der Energie, wir können eigentlich raus hier. Ja. Ja. Kehre zurück, benutze das Holo-Terminal, kehre zurück. Genau. Na dann. Schnellreise, oder was? Ja, ja. Und wo möchtest du hin? Gibt nur einen Ort. Nee. Oberer makarianischer Außenposten. Na gut. Tschüss. 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 Stillhalten. Stillhalten. Und diese kabelgebundenen Kopfhörer. Ja, hast du ja sonst nicht auf. Ich nehme einfach meine Schere. Und schneide das Kabel durch. Na, mich? Wireless Headset. So, wo müssen wir jetzt hin hier? Hier ist der Holo-Terminal. Schon kann ich ihn wieder reinstecken. Ich hab Post. Let's Play. Hey Gablu, ich gucke eure Let's Plays jeden Tag. Oh, das, na, das lese ich mal vor, wenn wir gleich alleine sind. ja, hier haben wir ein Holo-Terminal. Ja, am Gespräch beteiligen. Gut, weiter geht's. Auf geht's. Commander Madin? Ich habe die Informationen gesichert. Echt? Der Agent hat nicht überlebt. Schade. Das sind auch so die besten Neuigkeiten, die ich seit langem höre. Da sind genug Daten, um ein weiteres Satellitensystem zu bauen. Und bald wird alles in balmoranischer Hand sein. Aha. Anscheinend wird das System von den Technikern der Adleraugen betrieben. Das Adleraugen sind die besten Techniker auf Balmora. Wenn wir das Satellitensystem kontrollieren wollen, brauchen wir sie. Gut. Ja. Werden Sie uns überhaupt helfen wollen? Ich bezweifle stark, dass die Besatzung sie dem Imperium näher gebracht hat. Die meisten Adleraugen sind beim Satellitenkontrollturm stationiert. Aber einen von ihnen können wir vielleicht erreichen. Okay. Sag es.
Ich erinnere mich an ihn. Er ist jung, aber brillant. Wenn auch manchmal ein Sprücheklopf. Ja, das könnten wir sein. Wir haben ja sonst niemanden. Es gibt keinen anderen Weg. Es muss reichen. Die Republik war schon immer genügsam. Sarkis arbeitet in einer gut geschützten Satellitenstation, mit der die Einheimischen ausspioniert werden. Es gibt eine Waffenkammer vor Ort und sehr viele imperiale Truppen. Er untersteht einem der besten Männer des Imperiums, Admiral Rizer. Kein Wunder, dass sie die Kontrolle übernommen haben. Muss ich mir Sorgen machen? Ihr solltet vorsichtig sein. Man kann Admiral Rizer nur besiegen, wenn man ihm stets einen Schritt voraus ist. Alles klar, Sir. Und was ihr müsst, das ist kein Problem. Zurück zur Fährenrampe zu bringen. Er wird uns dann sagen, wie es weitergeht. Klatsch ich um den Junge. Genau. Klingt recht einfach. Hoffentlich. Wir werden keine zweite Chance bekommen. Ja. Ich erwarte euch. Halt die Schnauze jetzt. Wir haben Schuhe, die ich nicht gebrauchen kann. Oh, Motor, Tusse. Den ich nicht gebrauchen kann. Oh, eine Auszeichnung. Schön. 5 Zielgenauigkeit kriegt meine Tusse dadurch mehr. Die ziehe ich ja an. Entschuldigung, ich wollte euch nur ein Lied trillern. So, dann wo ist der Andi hingelaufen? Da. Holo-Gespräch wollen wir ja nicht. Wir wollen am Gespräch beteiligen. Richtig! Druiden. Ja, ich gerne mit den Fingern zwischen den Augen. Patsch! Oh, was haben wir denn hier? Oh. 2 Auszeichnungen. Oh. Ja, 2 Auszeichnungen und ein Koffer. Oh. Das bin ich. Handschuhe hab ich gekriegt. Ich habe Handschuhe gekriegt. Das war Level Up, war das. Juhu. Ach, mit Verteidigung. Du hast Level Up schon? 35, ja. Donnerwetter, bist du schneller wie ich. Mir fehlen noch... ein paar EP. Nichts Dolles. Ja, das kann doch bestimmt deine Perle gebrauchen, oder? Na, warte, halte ich mal die Hand drauf. Plasma... Ne, meine Perle trägt Plasma-Pistole. Das ist eine Plasma-Pistole. Ja. Aber es ist List drauf, ich brauche Zielgenauigkeit. Perle braucht aber List. Ne, Zielgenauigkeit. List ist auf jeden Fall Heilung. Nein, die braucht aber Zielgenauigkeit. Okay. Ja. Hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Echt? Ja. Ich war der Meinung, dass das List ist, um Heilung zu bekommen. Nö, bei ihr nicht. Da haben wir doch extra... Ja, vielleicht, weil sie auf Schaden getrimmt war. Nee, ich habe das mir ja durchgelesen beim Guide. Wie wechselt man das Energiepack? Oh. Hä? Was? Hä? Ehrwürdiger Jedi? Ihr haltet Schusswaffen sicher für barbarisch. Aber könnt ihr mir zeigen, wie diese hier funktioniert? Oh mein Gott. Ich will es mit diesen imperialen Mistkerlen aufnehmen. Boah, du Milchbubi, Alter. Eure Staffel, wer seid ihr? Das ist keine gute Idee, genau. Ich glaube, ihr verletzt euch noch, als dass ihr etwas bewerkstelligt. Vielleicht habt ihr recht. Immerhin habe ich das Abzeichen erst ganz neu. Aber irgendwas muss ich tun. Geh dir einen runterholen, dann hast du was zu tun. Da fällt mir gerade nichts anderes zu ein. Der Roboter hört sich an wie eine Wasserspülung von der Toilette. Alles Mögliche. Ich muss die Datenbanken zurückholen und die Geschütze ausschalten. Oh mein Gott. Schocktrupps, das Gebiet. Oh, Schocktrupps. Ihr werdet meine Hilfe brauchen. Eure Einstellung gefällt mir. Das ist Selbstmord. Für eine so gefährliche Mission fehlt euch die Erfahrung. Lasst mich euren Platz einnehmen. Genau, mit dem Grinsen habe ich das gesagt. Hast du das gesagt? Ich würde gerne was tun, um es dem Imperium heimzuzahlen. Ich habe dir doch vorhin gesagt, geh dir einen Schruppen und verschick das. Oh Mann, ey. Macker, nicht mal Haare im Gesicht, aber im Puff vordrängeln.
Wenn ihr das macht, haben wir eine bessere Chance. Und ich kann wieder in meinem Jäger nach oben. Bitte beeilt euch. Das Imperium würde alles tun, um die Datenbanken zu behalten. Wenn sie sie entziffern, wird meine Staffel nicht die letzte sein, die wir verlieren. Ja, wir haben noch nie versagt. Ja, wir haben hier jetzt die ganze Quest angenommen, Leute. Bis zur nächsten Folge, wenn sie da heißt Star Wars. Tschüss.